Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play System Shock 2 hier auf Pred2K. Ja, wir stehen kurz vor den Frachthallen und sind auf der Suche nach einem Zugangscode für diese Technikkontrolle da oben, damit wir in den Wartungsschächten die, wow, Kamera, also nicht die Kamera ausschalten können, sondern diesen komischen Gedöns. Und ihr wisst, was ich meine. Diese radioaktive Strahlung. Oh, man kann hier durchschießen, sehr schön. Nur treffe ich das Ding nicht. Blöd. Au! Aber er trifft mich. Schön. Aber ich treffe wieder nicht. Stirb halt, hallo. Mich die ganze Munition verballer. Auf jeden Fall. Gut. Ah! Was zum Geier? Idiot, hör auf mich zu schießen, ey. Nur noch mit der Pumpgun hier. Geht's noch? Mensch, hier ist ja direkt in der... Ja, geht's ja voll ab. Was soll denn das eigentlich? Kann doch nicht sein. Darf ich vielleicht mal eine Sekunde in Ruhe hier... Hm? Ist das möglich? Erzählen, worum es eigentlich geht. Oh, wir haben eine tragbare Batterie gefunden. Das ist sehr schön. Können wir sie nicht brauchen. Jetzt gehen wir aber erstmal hier rein mit der Zugangskarte, die wir da gefunden haben. Und schauen uns hier mal. Oh. Und schauen uns hier mal um. Hier ist was zu erforschen. Dieses schwammige, rötliche Organ sondert durch zahlreiche Poren und Öffnungen eine klare Flüssigkeit ab. Gut, wir brauchen auch eine Chemikalie, aber... Die holen wir uns später. Und wir haben einen Audiolog gefunden. Aufgrund der jetzt ausgebrochenen Krise habe ich angeordnet, dass an wichtigen Stellen Automatikkanonen angebracht werden. Gestern fällte eine aus Versehen und verletzte Raummatrose Wells schwer. Es sieht aus, als ob jemand in den Überwachungssystemen von Xerxes herumgefuscht hätte. Meine Techniker können sie nicht deaktivieren. Bis wir dies gelöst haben, werden auf meinen Befehl hin alle Automatikkanonen wieder ins Lager gebracht. Aber ich kann das Team nicht erreichen, das die Kanonen einsammeln soll. Ja. Das hört sich nicht so gesund an, würde ich jetzt ganz einfach mal behaupten. Ich sortiere nur gerade mein Inventar, falls ihr euch fragt, was ich hier mache. Einfach, damit das ein bisschen aufgeräumt ist. Mit dieser tragbaren Batterie können wir übrigens zum Beispiel jetzt dieses Implantat aufladen. Aber ich würde mir die doch gerne noch ein bisschen aufheben. Vielleicht brauchen wir die ja noch. Und außerdem möchte ich mein Standardwaffenskill auf 3 erhöhen, damit wir in Zukunft auch die Shotgun benutzen können. So, die können wir nämlich jetzt auch benutzen und schon machen wir hier einiges mehr Schaden. Gut, also die ganzen Automatikkanonen sind scheinbar in die Lagerhallen gekommen. Okay, da steht einer mit einer Shotgun. Den werden wir gleich tun. Und ihn auch mal ein bisschen mit der Shotgun begrüßen, einmal. Aber irgendwie macht die Shotgun halt weniger Schaden als die normale Pistole. Ah! Ah! Verdammt! Da wollte ich ihn eigentlich, wollte ich noch rechtzeitig ausweichen. Hat aber nicht ganz geklappt. Ja. Die Shotgun macht irgendwie weniger Schaden als die Pistole. Das ändern wir gleich mal. Nachladezeit verkürzen. Ich wollte eigentlich den Schaden erhöhen. Das hätte mir jetzt besser gepasst. Egal, wir machen das jetzt mal. Wir modifizieren unsere Waffe. Wunderbar, da haben wir das gemacht. Dann schauen wir mal, ob wir sie nochmal modifizieren können. Nein. Aber können wir vielleicht schon unsere Waffe modifizieren? Nein. Wir brauchen Stufe 3. Gut. Außerdem könnten wir mal unsere Pistole reparieren. Die ist nämlich schon miserabel. Okay. Mal nachladen. Schauen, was der dabei hat. Gar nichts, weil die Tür drauf ist. Okay. Und dann würde ich sagen, speichern wir erstmal ganz kurz. Hat das jetzt geklappt? Hat er gespeichert? Nein. Dann speichern wir hier nochmal. Gut. Und weiter geht's. Mal schauen, was uns hinter dieser Tür wartet. Ein Ladebildschirm. Sehr schön. Da geht's weiter. Ach, und hier ist ein Implantat. Das ist das gleiche. Das ist das gleiche. Wunderbar. Dann tauschen wir die einfach mal aus. Und dieses hier heben wir uns einfach mal auf, vorsichtshalber. Gut. Jetzt
haben wir auch wieder mehr Platz im Inventar, das ist sehr schön. Und dann schauen wir mal, was uns hier um die Ecke erwartet. Okay. Was passiert hier? Was? Hallo? Hilfe? Oh mein Gott, was ist das? Vertraust du nicht den Gefühlen des Fleisches? Nicht den Gefühlen des Fleisches? Unsere Bioformen wollen sich mit deiner vereinen. Wir heißen dich in unserer Masse willkommen. Aber du bist uns ein Rätsel. Warum dienst du unserer Mutter? Dienst du unserer Mutter? Wie kannst du kaltes Metall der Schönheit des Fleisches vorziehen? Aber du fürchtest uns. Wir hören deine Gedanken. Du bist voller Zorn über den Tod deiner Brüder. Aber sie sind nicht tot. Sie singen in unserer Lebenssymphonie. Wir bieten dir erneut die Möglichkeit, dich uns anzuschließen. Aber wenn du dich mit der Maschine einlässt, werden wir dich zerfetzen und dich von der Freude der Masse getrennt halten. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Wo bin ich? Wer spricht da? Oh, Fragen wir Fragen. Und das ist äußerst... Ah, jetzt sind wir wieder hier. Das war echt strange. Ich vermute, das war so eine Art Vision. Oder irgendwie so... Was? Nein. Ein Affe. Den hauen wir eins über die... Rübe. Jawohl. Oh, das ist Timing. Gut, also das war echt strange. Keine Ahnung, was das war. Alter Schwede. Die machen es uns nicht leicht, was? Ich vermisse dich. Ich weiß, es ist albern, aber so ist es nun mal. Ich werde mich eine Stunde lang in Selbstmitleid wälzen und dir dann wieder schreiben. Typisch, ich muss 67 Billionen Meilen weit reisen, um einen Mann zu treffen. Sobald du auf die von Braun versetzt wirst, wird alles besser werden. Mir wird es besser gehen, das verspreche ich. Verdammt, da kommt jemand. Ich zähle die Sekunden. Ja, eine weitere Liebesgeschichte. Oder ist es die gleiche, die wir schon vorher mal gehört haben? Bin mir gar nicht ganz sicher. Okay, wir schauen jetzt einfach mal hier weiter. Oh, eine Kamera. Nicht gut. Und ein Typ. Seht ihr, mit der Pistole brauchen wir nur zwei Schüsse. Während wir mit der Schrotflinte drei brauchen, das ist schon... Passt auf, hier. Ah ne, doch nicht. Merkwürdig. Verstehe ich gerade nicht. Vorhin haben wir noch drei gebraucht. Naja, egal. Weiter geht's. Scheint so, als kommen wir jetzt schon langsam hier in Richtung Frachthallen. Gut, wir können uns hier jetzt entscheiden. Dann gehen wir mal am besten mal nach links über. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Eingestützte Sachen. Ein Zugangskartenleser. Okay. Sieht aus, als wäre der wohl defekt. Das hilft uns also an dieser Stelle mal nicht weiter. Okay. Ja, dann gehen wir einfach mal hier rüber. Ein weiterer Kartenleser. Okay, dazu brauchen wir eine Zugangskarte Frachthalle A2A 2B. Okay, das ist natürlich blöd. Zwei Gänge, bleibt nur noch einer übrig. Ist hier oben vielleicht irgendwas? Nein. Gut, dann schauen wir einfach mal hier rein. Ui. Das sieht nicht gesund aus. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, auf welche Taste habe ich denn eigentlich schnell speichern gelegt. Ich glaube, das könnte jetzt ganz langsam mal hilfreich werden. Schnell speichern S und Alt. Okay, das klingt interessant. Gut, jetzt haben wir gespeichert. Ich gehe mal stark davon aus, dass es jetzt hier gleich nur diesen Bums geben wird. Ui, was sage ich noch hier? Okay, aber die Lösung liegt eigentlich auf der Hand. Wir schießen einfach nur auf diese... Oh, verflucht! Das war dann doch nicht so die richtige Lösung. Oh je. Ich Idiot. War ja klar. Hätte ich mir ja denken können, dass das so in die Hose geht. Au! Oh, und das Ding lebt noch. Ich glaub's einfach nicht. Hat er jetzt gerade den Zombie abgeschossen? Nee. Okay, wir nehmen mal die Shotgun.
Ah! Schnell, das Essen. Eine Stim. Okay, jetzt ist er hier irgendwo. Da. Bam. Gut, jetzt brauchen wir wieder die normale Pistole. Wir haben keine Munition zum Nachladen. Das ist blöd, weil diese Tür hier... Okay, naja, gut. Der war fast kaputt. So, jetzt scheint das hier aber... Au! Was? Wo denn? Ah, da oben ist ein Affe. Mal die Munition wechseln. Okay. Ah ja, ja, hier ist ja eine Action nach der anderen. Das geht ja echt ab hier. Boah. Mach gleich nochmal so eine Serumspritze. Und ich höre schon die nächsten Gegner. Jetzt laden wir auch erstmal hier die ganzen Sachen auf. Jetzt haben die plötzlich schon 120%. Die hatten doch beim ersten Aufladen nur 110%. Hm. Sehr merkwürdig. Oh ja, da kommt schon wieder einer. Aber der hat nur einen Stab. Oder so eine Stange. Aber die werden schneller und stärker. Man merkt das einfach. Ich komme hier gar nicht mehr nach mit dem Heilzeugs essen. Nehmen. Ich würde sagen, ah, da unten ist einer. Hat aber auch nur eine Stange. So, dann schauen wir mal so kaputt. Wenn wir ihn dann treffen. Wunderbar. Der hat eine Cola dabei. Will auch vielleicht mal hier trinken. Und ansonsten... Ah ja, doch, hier ein bisschen Munition. Sehr schön. Splitterpatronen für die Pistole. Ja, können wir immer brauchen. Komm mal her damit. Sag ich jetzt mal nicht nein. Ansonsten scheint es hier nichts zu geben. Gehen wir wieder nach oben. Bevor wir da mit diesen Liften da nach oben fahren, schauen wir uns erstmal hier noch um. Hier ist wieder so eine Lok. Bleibe wo du bist, Berg, wirklich. Du kannst dich dagegen ankämpfen und du kannst dich davonlaufen. Wenn du mich wirklich liebst, dann suche nicht nach mir. Halte durch, ich lasse dich nicht im Stich. Ja. Da schien wohl dann langsam alles auseinanderzufallen. Das Chaos begann. Also wie gesagt, über diese Loks wird halt eben auch die Geschichte der einzelnen Leute erzählt und eben auch von was halt alles, also insgesamt passiert ist. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Hat wirklich super geil gemacht. Habe ich so in der Art in fast keinem Spiel mehr gesehen. Außer Bioshock hat es ein bisschen so probiert, aber das hat nicht so ganz funktioniert. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier bei System Shock kommt das echt super gut rüber. So, jetzt gucken wir mal. Wir gehen jetzt scheinbar hier nach oben in die Shuttle-Kontrolle. Dann schauen wir mal, was uns hier oben erwartet. Sehe ich doch nicht. Nein. Die erwischen mich. Die werden mich nicht verändern. Das lasse ich nicht zu. Rachel, Kinder, tut mir leid. Oh je. Er hat den vermutlich einzig richtigen Ausweg gewählt. Frage ist, war er schon infiziert oder... Boah. Ach du heilige Scheiße, da fliegen Köpfe rum. Boah, die schlagen echt sehr schnell zu, da habe ich fast keine Chance, da genauso schnell zuzuschlagen. Da kommt einer mit einer Shotgun, den holen wir uns zu. Boah, ja komm hier, stirb doch. Ich halt drei Schüsse brauche. Da vorne ist eine Cam. Schauen wir mal. Wir haben noch eine Standardmunition. Das heißt, wir müssen vorsichtig sein. Gut, das hat geklappt. Dann ändern wir hier mal wieder auf Panzerbrechen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich verstehe nur nicht, wieso die Shotgun hier so wenig Schaden macht. Na gut, jetzt sind wir auf jeden Fall hier im Kontrollzentrum. Scheinbar für die Shuttle-Bucht. Schauen wir uns einfach mal um, was es hier so gibt. Ich bin der UNN und diesem Schiff gegenüber verpflichtet. Aber kann ich dem Ruf der Masse widerstehen? Die Schwäche meines Vaters erschuf Shodan. Meine Schwäche hat diese Wesen an Bord der von Braun gebracht. Kann ich meinen Fehler wieder gut machen? Naja, da haben wir wohl den Übeltäter. Jetzt schauen wir einfach mal, wie der heißt. Das würde mich mal interessieren. Diego. Diego ist scheinbar dafür verantwortlich, dass hier dieses Chaos ausgebrochen ist auf dem Schiff. Hardware Override Karte installieren. Bitte Karte für manuelle Kontrolle einschieben. Okay. Hier ist aber nix. Ist ja unten was? Nein.
Ich soll hier jetzt irgendeine Karte einschieben, die ich aber nicht habe. Oh Mann, oh Mann. Hier liegt auch nichts rum. Kann ich hier vielleicht irgendwas machen? Da kann ich nur die Sicherheitssysteme ausschalten. Das bringt mir also jetzt auch nichts. Das ist ja echt strange gerade. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwas reinstecken. Aber wo ist das? Hier ist nix. Da haben wir wohl irgendwo was übersehen. Oder haben wir was dabei? Ne, wir haben ja gar nichts dabei, was uns hier irgendwie behilflich sein könnte. Okay, gut. Na, dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir irgendwo was übersehen. Scheinbar. Mal gucken, was uns das Notizbuch sagt. Code für die Technikkontrolle. Ja. Moment mal. Kontroll und Technikkontrolle. Ja, wir brauchen den Technikkontroll. Code. Ist in Frachthalle 2. In Frachthalle 2 können wir aber nicht rein. Weil hier ist kaputt. Und hier ist abgesperrt. Das ist sehr merkwürdig. Irgendwo habe ich irgendwas übersehen. Vielleicht hier unten? Ich kann mir jetzt was nicht vorstellen. Ja, geh doch runter. Geh doch runter. Mensch. Fehler hier. Ich kann hier aber auch nichts machen. Hier ist nichts da. Was habe ich übersehen, liebe Freunde? Ich weiß es nicht. Vielleicht hier unten? Nein. Hier ist auch nichts. Ich habe keinen Plan, was ich jetzt übersehen habe. Ich stehe gerade auf dem Schlauch. Hier ist auch nichts gewesen. Was uns irgendwie behilflich sein könnte. Merkwürdig. Hier drüben ist ja abgesperrt. Hier brauchen wir die Zugangskarte, welche wir auch nicht haben. Nee. Aber wir haben doch irgendwas eingesammelt. Sicherheit, Forschung, gibt zwei Wissenschaftler? Nee. Das ist sehr merkwürdig gerade. Ich bin gerade leicht verwirrt. Aber es scheint wohl so, als hätten wir... Oh, nicht schon wieder so ein Typ, ey. Sterben. So, ich wechsle jetzt mal die Munition, weil diese normale Munition, die ist echt für den Arsch. So. Die ist echt voll für Puppes. Wir müssen irgendwo irgendetwas übersehen haben. Ich weiß aber nicht, wo und was. Wir gehen einfach nochmal ganz zurück. Wenn das denn geht. Ja. Na, hier haben wir die Vision. Hier ist ja dann auch nichts gewesen. Hier war nur ein Implantat drinnen. Ja, wir wechseln mal nochmal zurück. Das ist so merkwürdig gerade. Irgendwas. Wir brauchen entweder die Zugangskarte für den Frachtraum. Oder eben so eine komische Platine. Mit der wir da oben das einsetzen können. Diese manuelle Überschreibung. Aber wir bekommen auch keine... Oh, Alter. Wir bekommen aber auch keine Info, wo wir das herbekommen könnten. Ich bin am Sterben. Ich bräuchte mal auch so eine... Ja, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht haben wir ja hier vorne schon irgendwo was übersehen. Das ist ja durchaus auch möglich. Der ist kaputt. Jetzt gehen wir nochmal hier hoch. Vielleicht haben wir hier oben in der Technikkontrolle irgendwas übersehen. Was uns helfen könnte. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ja, das hier ist wie gesagt eben diese Technikkontrolle. Oder was auch immer das ist. Mit der wir... Hier kommen wir auch nicht auch. Hauptstromversorgung aus. Ja, dazu müssen wir vermutlich den Reaktor wieder einschalten.
Und hier war ja auch nichts. Das ist komisch. Das ist äußerst merkwürdig. Na gut, Leute. Ich würde sagen, bevor wir uns weiterhin auf die Suche machen, beenden wir die Aufnahme an dieser Stelle mal. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.